Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Andreas Weiß und ich begrüße Sie recht herzlich zu dem Thema Trading mit Agena Trader. Heute zum ersten Mal das Webinar auch gemeinsam mit FX Flat. Das heißt, ich werde Ihnen heute zeigen, wie Sie den Agena Trader sowohl bei CapTrader als auch bei FXFET nutzen können. Ist jetzt ganz neu, dass wir dort bei FXFET auch den Agena Trader anbieten können. Also für viele vielleicht gar nicht so überraschend, weil wir das ja schon vor längerer Zeit angekündigt haben. Einige haben auch schon sehr lange darauf gewartet, dass wir das anbieten. Nun ist es endlich soweit. Sie sehen es ja auch auf unserer Homepage, dass der Agena Trader jetzt verfügbar ist. Jetzt wird ja hier dieses Banner gerade eingeblendet, jetzt neu bei FXFET Agena Trader. Und ja, deswegen natürlich auch jetzt passend dazu das heutige Webinar. Zu Beginn möchte ich Sie einfach noch kurz fragen, wer von Ihnen den Agena Trader bereits kennt. Vielleicht können Sie mir da kurz mit Ja antworten, beziehungsweise Nein, wenn Sie den noch nicht kennen oder vielleicht auch noch nicht getestet haben. Dann weiß ich so ein bisschen, wie das Wissen so verteilt ist, ob einige, wie gesagt, schon sich mit der Software beschäftigt haben oder halt noch nicht. Okay, es ist ganz gemischt. Okay, ich würde sagen, es ist schon fast die Hälfte, halb von denjenigen, die es kennen und nicht kennen. Sogar ein paar mehr, die den Agena Trader auch noch nicht kennen. Okay, gut, ein Teilnehmer schreibt, ich warte auf die Anbindung bei FXZ. Okay, ja. Sie haben jetzt schon die Möglichkeit, den Agena Trader bei FXFET zu testen. Wie geht das? Das möchte ich Ihnen ganz kurz zeigen. Sie sehen ja jetzt die FXFET Homepage und dann können Sie hier auf Handelsplattform Agena Trader klicken. Dann öffnet sich die FXFET Agena Trader Seite. Sie finden dort einige Hinweise zu dieser Software, können die Software hier auch downloaden. Hier ist das Ganze nochmal beschrieben. Ich mache das mal ein bisschen größer, damit Sie es auch besser sehen können. Die Vorteile der Andromeda-Handelsplattform, vollautomatischer Handel ist möglich, ist auch natürlich ein Halbautomatismus möglich, dass Ihnen Signale angezeigt werden, automatische Ordergrößenberechnung, integriertes Risiko und Money Management. Ja, und Sie können natürlich auch sämtliche Instrumente in Echtzeit nach bestimmten Signalen scannen. Hier steht Synchronität zwischen MetaTrader und Agena Trader. Das heißt, Sie können bei uns bei der FX Fed Wertpapierhandelsbank mit dem MetaTrader 4 Konto den Agena Trader nutzen. Hier unten sind noch weitere Hinweise zu den Chartgruppen, zu dem Scanner. Also können Sie sich gerne Schritt für Schritt hier durchlesen, auch den Condition Escort. Sind aber alles Punkte, die wir heute auch im Laufe des Webinars ansprechen. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, mir während des Webinars Fragen zu stellen und dann werde ich versuchen, dann auch auf Ihre Fragen einzugehen und diese zu beantworten. Ja, erste Frage kommt schon. Kann man den Agena Trader nach den ersten 30 Tagen Testphase noch einmal testen? Nein, das geht leider nicht. Die Testphase der Software ist auf 30 Tage begrenzt. Ja, Condition Escort habe ich schon gesagt, gehe ich gleich noch drauf ein. Hier sehen Sie die Anforderungen, die erfüllt sein müssen, damit Sie von uns die Andromeda-Version der Agena Trader Software gratis bekommen bzw. gesponsert bekommen. Alternativ kostet die Software halt 1190 Euro. Ja, aber damit Sie die von uns, von FXFET, gesponsert bekommen, haben wir hier einige Bedingungen. Ja, die Bedingung ist halt ein monatliches Handelsvolumen von 6 Millionen. Wie kann man das erreichen? Hier ist das Beispiel, 30 Trades. Ja, wenn Sie zum Beispiel 10 Kontrakte auf den DAX, auf den DE30 CFD öffnen und wieder schließen, brauchen Sie das nur einmal täglich machen an 30 Tagen. Gut, jetzt gibt es keine 30 Handelstage, aber an 20 Handelstagen dann durchschnittlich 1,5 Mal pro Tag. Also ist nicht sehr hoch die Anforderung. Ich denke, das kann jeder schaffen. Ansonsten ist natürlich die Software, die Andromeda-Software auch unter anderem auch für fortgeschrittenere Trader gedacht, die halt mehrere Produkte gleichzeitig handeln möchten, die mehrere Trades verwalten möchten, die mehrere Kurslisten nach bestimmten Signalen scannen und dann vielleicht auch auf verschiedenen Zeiteinheiten aktiv sind. Das heißt, wenn Sie jetzt nur planen, sag ich mal, einen Trade im Monat zu machen, dann brauchen Sie die Software eigentlich gar nicht. Ja.
Sie können die Software testen, haben 30 Tage lang Zeit, die zu testen, können dafür ein Demo-Konto eröffnen und dann kann es direkt losgehen. Einmal hier draufklicken, dann wählen Sie hier Arduino Trader aus und können dann dort die Software gratis testen. Gut. Wenn Sie jetzt das erste Mal die Arduino Trader Software starten, wir haben dazu auch ein kleines Hinweisvideo erstellt, was Sie sich dann anschauen können. Da muss ich noch mal ganz kurz zurückgehen. Da wird dann auch Schritt für Schritt erklärt, was zu tun ist, wie Sie, in welcher Form Sie den Arduino Trader vorfinden. Das Video finden Sie hier unten, ja, Video zur Arduino Trader Handelsplattform bei FXFET. Können Sie sich hier angucken, dann startet das. Können Sie auch natürlich vergrößern. Ja, und dort sehen Sie dann Schritt für Schritt, wie Sie die Plattform konfigurieren können. Ja, also standardmäßig ist ja hier erstmal eine Verbindung zum Yahoo-Datenfeed und zum Simulationskonto. Sie haben den DAO 30, Nasdaq 100 und so weiter. Diese Verbindung können Sie trennen, das wird auch in diesem Video erklärt. Und dann richten Sie die Verbindung zu FXFET ein. Wie Sie jetzt die Verbindung einrichten, das zeige ich Ihnen jetzt. Ich wechsle dazu kurz den Bildschirm. Und dann gehen wir auch direkt rein in die Plattform. Jetzt kam gerade noch eine Frage gerade im Chat, die habe ich allerdings nicht ganz verstanden. Vielleicht können Sie die nochmal neu formulieren. Die letzte Frage, die reingekommen ist. Zu der Frage, was ist die Andromeda-Version? Ist das eine Vollversion oder ein Teilprodukt? Wir bieten jetzt bei FXFET die Vollversion Andromeda an. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, die Basisversion zu kaufen für 790 € und dann ein Add-on für 400 € auf Andromeda abzugraden sozusagen. Wir bieten die Vollversion an, Basis inklusive, also Basis plus Andromeda sozusagen für 1190 €. Diese sogenannte Vollversion Andromeda, die bieten wir an. Gut, Sie sehen jetzt, wie gesagt, einen grauen Bildschirm. Das ist die Arduino Trader Software oder der Bildschirm ohne irgendeine Verbindung, ohne Charts, also noch komplett leer. Wenn Sie hier oben links auf Haupt klicken, sehen Sie hier die Möglichkeit, über Verbindungen verschiedene Verbindungen herzustellen, ja, beispielsweise zu CapTrader, zu FXFET oder zum Yahoo-Datenfeed. Wenn Sie jetzt noch keine Verbindung haben, wie jetzt hier FXFET oder FXFET Live, also Demo oder Live, dann müssen Sie diese Verbindung noch einrichten. Das geht hier über Tools, dann Settings und dann der Punkt Kontoverbindung. Ja, hier sehen Sie, jetzt ist jetzt schon eine ganze Reihe eingerichtet. Wenn doch keine da ist, dann gehen Sie hier auf Hinzufügen, geben hier den Namen ein und fügen dann die FXFET-Verbindung hinzu. Ja? Wie geht das? Wie gesagt, hier ist schon eine eingerichtet, FXFET, die bearbeite ich jetzt mal, dann sehen Sie genau die Schritte. Also FXFET eingeben oder FXFET Demo, wählen dann als Anbieter auch FXFET aus, gehen dann hier auf Next. Geben Ihre Zugangsdaten ein, also Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort. Server ist Demo in dem Fall und gehen dann auf Finish. Jetzt kommt noch ein kleiner Hinweis, ja, dass die Standardeinstellung des FXFET Trading Kontos hedged ist. Wenn Sie Arduino Trader nutzen, müssen Sie allerdings diese Einstellung auf non-hedged umschalten. Ja, dazu kontaktieren Sie bitte dann Ihren FXFET Kundenbetreuer oder das Service Team per E-Mail oder Telefon und dann stellen wir das Ganze für Sie um. Okay, diesen Hinweis können Sie hier akzeptieren. Und danach werden im nächsten Schritt dann auch noch die Instrumente importiert. Das Ganze ist auch in dem Video beschrieben, Schritt für Schritt. Ja, ansonsten, ich kann Ihnen das auch noch mal hier zeigen, wie das dann funktioniert. Das ist hier Instrumente, Märkte und Mappings.
Und da wählen Sie dann FXFET aus, sagen dann Import. Dann ist der Import erfolgreich durchgeführt. Es ist auch die Möglichkeit, bestimmte Listen noch zu importieren, ja, also bestimmte Kurslisten, die man selber generiert hat, beziehungsweise die dann auch hier von FXFET dann zur Verfügung gestellt werden. Ja, dann sind dann hier der dritte Reiter hier oben. Ich gehe jetzt von Instrumenten-Mappings auf den dritten Reiter, Instrumentenlisten vom Broker. Ja, und dann wählen Sie hier einfach alle, setzen Sie alle Häkchen bei allen Listen von FXFET. Ja, die anderen Häkchen können rausgenommen werden. Ja, also FXFET Commodities, FXFET Forex, FXFET German CFDs, Indizes und US-CFDs. Dann importieren Sie das, klicken auf OK und dann sind die einmal geladen und eingerichtet. Gut, jetzt haben wir hier einen leeren Arbeitsplatz. Wie kann man sich jetzt ein Layout einrichten? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal haben Sie die Möglichkeit hier oben, das ist die sogenannte Toolbar, über diese hier bestimmte Charts auszuwählen. Beispielsweise hier diesen Button Einzelchart. Da klicke ich jetzt mal drauf. Ja, jetzt steht hier schon DE30 CFD. Wenn das noch nicht steht, dann können Sie das natürlich auch durch Eintippen relativ schnell finden. DE30 und dann kommt hier direkt DE30 FXFET CFD. Wenn Sie den jetzt so auswählen, dann ist der Chart natürlich leer. Warum? Weil noch keine Verbindung zu FXFET hergestellt wurde. Also nachdem Sie diese Verbindung eingerichtet haben, gehen Sie hier auf Haupt, dann auf Verbinden und wählen dann jetzt die Verbindung, in dem Fall hier zu FXFET, zu dem Demokonto aus. Es dauert einen kleinen Moment und unten links wird das Ganze dann von hellgrün zu dunkelgrün. Und jetzt steht hier verbunden mit FXFET. Ein Chart ist damit jetzt verbunden und geöffnet. Ja, und Sie haben jetzt hier den Chart vom DAX CFD, einen Stundenchart, so wie Sie es ausgewählt haben. Natürlich lässt sich jetzt hier die Zeiteinheit verändern. Sie können sagen, ich nehme einen Minutenchart beispielsweise. Ja, da ist schon was eingezeichnet. Sie können hier in den Chart reinscrollen, wieder rausscrollen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die diese Chart-Software, die diese Trading-Software hier bietet. Die Kerzen hier sind grün und rot. Ja, über den Button hier Farbe lässt sich auch die Farbe der Kerze verändern. Ja, wenn Sie sagen, Sie möchten steigende Kerzen lieber weiß haben und fallende Kerzen lieber schwarz, ist das natürlich auch möglich. Wenn Sie dann jetzt noch den 3D-Effekt ausschalten, dann sind die auch wirklich weiß. Heben sich natürlich jetzt nicht wirklich vom weißen Hintergrund ab. Das heißt, dann können Sie noch hingehen und beispielsweise eine verlaufende Hintergrundfarbe einstellen. Sagen wir mal so ein Blau zum Beispiel. Also Sie können sich das Layout hier selber einrichten, so wie Sie es gerne hätten. Sie können auch Indikatoren natürlich hinzufügen. Es gibt auch Action Bars, gehe ich gleich noch darauf ein, das sind diese hier rechts. Ja, wenn ich jetzt hier einmal mit der Maus hier rechts drauf gehe, dann wird der RSI eingeblendet. Wenn ich hier drauf gehe, der MACD oder die Bollinger Bänder. Einmal mit dem Mouse-Over-Effekt sozusagen, mit der Maus hier drüber, das sind die sogenannten Action Bars. Ja, oder die Ichimoku-Wolke als Beispiel, einmal mit der Maus drüber und zack, ist der Indikator drin. Aber das müssen Sie konfigurieren, diese Action Bars, wenn Sie die angezeigt haben möchten. Und das geht wie folgt. Über Tools, Settings, Konfigurationsescort wählen Sie hier in der Mitte oder im unteren Drittel Action Bar aus, klicken auf das Plus und dann können Sie hier bestimmte Kategorien anwählen. Wenn Sie Indikatoren hinzufügen möchten, dann gehen Sie hier auf Indicators und Sie sehen, das sind alle die ich schon hinzugefügt habe. Das lässt sich hier bearbeiten und dann können Sie hier über dieses Menü Indikatoren beispielsweise den Rune hinzufügen. Ja? Der ist jetzt standardmäßig in der 14er Einstellung. Können Sie sagen, ja, ich möchte lieber eine 20er oder wie auch immer. Und auf OK. Hier klicken Sie dann im nächsten Schritt auf Übernehmen
Und dann haben sie einen neuen Action-Bar hier unten. Sie sehen, das ist der unterste, der Arun-Indikator. Und wenn Sie mit der Maus draufgehen, wird er sofort eingeblendet. So, jetzt kommt eine Frage rein, die möchte ich auch direkt aufgreifen. Welche Kurse sind im Arduino Trader inbegriffen? Zum Beispiel DAX Future. Der DAX Future ist nicht inbegriffen. Bei FXFET handeln Sie ja CFDs, beziehungsweise Forex. Den Future, den können Sie bei CapTrader handeln. Also wenn Sie direkt an der Eurex den DAX Future handeln möchten, dann können Sie das über CapTrader machen. Ja, ich rede jetzt hier gerade in dem oder jetzt aktuell von der Verbindung zu FXFlat und da haben Sie Kurse, das sind die Kurse, die sind CFD-Kurse. Welche Kurslisten es gibt, zeige ich gleich nochmal. Index-CFDs, Aktien-CFDs, Forex, ja, auch Rohstoff-CFDs. Die Kurslisten hatte ich ja eben kurz gezeigt, aber ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Future, wie gesagt, wenn Sie in Future direkt an der Eurex handeln möchten, wenn Sie direkten Börsenzugang möchten, dann ist das über CapTrader möglich. Ja, ein Teilnehmer schreibt, bei mir gibt es FXFET nicht als Datenfeed-Anbieter. Sie haben aber ein Konto bei FXFET. Okay. Dann kontaktieren Sie uns einfach, schreiben Sie uns eine kurze E-Mail, dann können wir Sie natürlich auch freischalten lassen. Gut, also das waren die Action Bars hier. Arun, wie gesagt, einmal mit der Maus drüber und dann wird der ganze, wird der eingeblendet, dieser Indikator. Warum sind diese Action Bars hier interessant? Natürlich einmal, weil die relativ schnell hier auswählbar sind. Sie können, wie gesagt, mit einem Klick oder mit einer Mausbewegung über den entsprechenden Indikator den hinzufügen. Oder halt mit einem Klick auch dafür sorgen, dass der Indikator im Chart bleibt. Ja? Dann weitere natürlich noch hinzufügen und wenn Sie das anklicken, dann bleiben die auch drin. Das heißt, wenn Sie jetzt hier oben einen anderen Wert aufrufen, beispielsweise den US-30, also den Dow Jones, dann öffnet sich der neue Chart mit dem Ichimoku drin, mit dem MACD, mit dem RSI, genauso wie Sie es natürlich vorher auch eingestellt hatten. Ja, das ist der sogenannte Einzelchart. Aber es lassen sich natürlich noch weitere Reiter hier hinzufügen, beispielsweise auch eine List-Chart-Gruppe. Ja, das ist jetzt hier oben dieser Button List-Chart-Gruppe. Klicke ich jetzt mal an und dann, jetzt muss ich eine Instrumentenliste auswählen. Und am Anfang habe ich Ihnen ja gezeigt, wie wir Instrumentenlisten importieren. Wir haben die importiert von FXFET, also alle Instrumentenlisten von FXFET. Und ich wähle jetzt hier aus FXFlat US CFDs zum Beispiel. Ja, und jetzt möchte ich Kerzen haben. Ich möchte, sagen wir mal, drei Charts haben. 5-Minuten-Chart, eine Stunde und ein Tag. Hier habe ich noch eine Layout-Vorlage, die ich vorher angelegt habe. Kann ich natürlich auch auf eine andere zugreifen, aber ich lasse die jetzt mal. Nur damit Sie auch schon mal sehen, was alles möglich ist. Also jetzt lädt sich eine Kursliste, allerdings unter einem speziellen Layout, was ich selber für mich schon in der Vergangenheit eingerichtet habe. Ja, das Layout beinhaltet zum Beispiel einmal den Chart, den man jetzt hier sieht, mit dem Indikator Supertrend in allen drei Zeiteinheiten, dass der Hintergrund hier blau eingefärbt ist und dass der RSI und der MACD in allen drei Charts drin ist. Das ist Teil 1 des Layouts und Teil 2 des Layouts, das ist hier links die Kursliste, wo einmal natürlich die Werte, die sind standardmäßig natürlich in der Liste FXFET US CFDs drin. Aber in dem Layout habe ich auch diese Spalten, die Sie hier sehen, selbst angeordnet. Was sind das für Spalten? Sie können auch hier wieder diese Spalten individuell konfigurieren. Rechte Maustaste, Spalten bearbeiten und dann können Sie alles hinzufügen, was Sie möchten.
Der erste Button sind natürlich die Standardinformationen. Ja, da sollte natürlich das Symbol drin sein, da sollte der Name drin sein, dass man, wenn man BA liest, auch weiß, dass es Boeing ist. Ja, dass wenn man C liest, dass es Citigroup ist. Das heißt, ist es sinnvoll, hier den Namen auch auszuwählen. Sie können natürlich den Bitkurs, den Ask-Kurs hinzufügen. Sie können den Last, den letzten Kurs hinzufügen. Sie können den Spread hinzufügen oder halt auch eine Spalte, welchen Gewinn oder Verlust Sie in dem aktuellen Wert haben. Dann lassen sich Indikatoren hinzufügen. Jetzt können Sie fragen, was soll ich mit dem Indikator hier in einer Liste? Das kann ich Ihnen erklären. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten der Anwendung. Beispielsweise die Spalte RSI. Ja, Sie sehen hier oben die Spalte, das ist die Spalte RSI. Was zeigt die an? Die zeigt den aktuellen RSI an. Jetzt gehe ich aber nochmal auf Spalten bearbeiten und zwar den RSI in der Zeiteinheit One Day. Ja, also Tageskerzen. Ja, man kann natürlich auch jetzt mehrere Spalten RSI hinzufügen. Einmal die Angaben vom Tageschart, die Angaben vom 1-Stunden-Chart und dann den RSI vom 5-Minuten-Chart zum Beispiel. Kann man dann einfach hier wechseln. Ich habe jetzt hier den RSI, also die relative Stärke auf Tagesbasis. Und da sieht man natürlich einmal den aktuellen Stand vom RSI, beziehungsweise man kann das auch zum Beispiel sortieren. Ja, da sieht man hier oben sind die mit 30, die sind ja schon rot markiert, also ein sehr schwacher, sehr niedriger RSI, sieht man hier unten. RSI kleiner 35 ist hier rot markiert. Und das hier sind die starken Aktien hier, JP Morgan, Citigroup und Goldman Sachs. Da ist es in den letzten Tagen sehr stark nach oben gegangen und da ist der RSI hier schon im Bereich von oberhalb von 70. Ja, also einmal kann man natürlich die Spalten, das heißt in dem Fall die 30 Aktien-CFDs, die man hier hat, nach relativer Stärke sortieren. Und zusätzlich kann man erkennen, anhand von dieser Farbgebung, was aktuell dort passiert ist. Was zeigt mir der RSI an? Und da gehe ich jetzt auch nochmal in die Einstellung von den Spalten, wähle hier den RSI aus. Und zwar gibt es beim RSI folgende Einstellung. Über obere durchkreuzen. Ja, das ist nicht ganz optimal übersetzt, aber es gibt ja einmal eine untere Linie beim RSI, die Lower, die habe ich jetzt vordefiniert bei 35 und die obere Linie mit 65 definiert. Sie können auch 30, 70 oder 20, 80 nehmen. Das können Sie hier einfach überschreiben, wenn Sie das möchten. Ja, also bei mir sind aber die Linien hier 35 und 65. Und jetzt kann ich sagen, ist der Kurs Entschuldigung, durchkreuzt er die obere Linie, also durchkreuzt der RSI die 65er Linie, dann soll mir das Ganze hellgrün angezeigt werden. Ist der Kurs oberhalb der oberen Linie, also ist der Kurs größer, also der Kurs, Entschuldigung, der Wert des RSIs, ist der Wert des RSIs oberhalb der oberen Linie, also oberhalb von 65, dann bitte dunkelgrün. Und das ist genau der Fall hier bei drei Werten. Goldman Sachs, Citigroup und JP Morgan. Also die drei sind sehr, sehr stark, jetzt relativ sehr stark, weil der Wert des RSI ist größer als 65 ist. Jetzt kann aber auch passieren, dass irgendwann der Kurs von größer 65 auf kleiner 65 geht und das soll mir hier orange angezeigt werden. Das ist zum Beispiel hier bei Procter & Gamble gerade der Fall. Ja, da ist der Kurs aktuell der RSI-Wert bei 57,80. Ja, und natürlich gibt es noch weitere Farben, ebenfalls was die untere Linie betrifft. Ja, können Sie sich also hier alles farblich anzeigen lassen. Das heißt, Sie haben hier links einen eingebauten Scanner, wo Sie sofort sehen, oh, hier Procter & Gamble. Ja, da sehen Sie hier, ich mache das mal ein bisschen größer, das ist der Tageschart. Hier ging es gerade etwas bergab. Und der RSI ist hier von größer 65 auf kleiner 65 gegangen. Das sehen Sie hier in der Kursliste sofort auf einen Blick, weil hier die Farbe orange ist.
Gut, es kommt eine Frage, kann ich auch einen Alarm auslösen? Ja, das geht auch. Sie können auch in den Chart reinklicken, rechte Maustaste, und können dann hier beispielsweise einen Preisalarm hinzufügen. Ja, das heißt, wenn ein bestimmter Kurs durchschritten wird, dann möchte ich, dass Sie dann Alarm kriegen. Es gibt auch die Möglichkeit, einen Indikatoralarm hinzuzufügen, und den dann zu definieren. Das ist alles machbar. Sie können sogar den Alarm-Klingelton hier, der dann erscheint, dann vordefinieren. Also da gibt es zig Einstellungsmöglichkeiten. Gut, das zu der Spalte RSI. Und das gleiche auch hier in den Spalten SMA 200, also der Simple Moving Average 200, also im Prinzip die 200-Tage-Linie beziehungsweise die 50-Tage-Linie. Da sehe ich auch gerade, da ist das Grün auch nicht ganz so optimal gewählt. Da müsste ich hier mal ein bisschen helleren Wert nehmen, damit man die Zahlen auch noch lesen kann. Und genauso hier bei der 50-Tage-Linie. Ja, also da sehen Sie jetzt genauso zum Beispiel, was die 50-Tage-Linie angeht, dass ungefähr die Hälfte aller Werte unterhalb der 50-Tage-Linie ist und die andere Hälfte oberhalb. In der Spalte 200-Tage-Linie ist das Bild schon ein bisschen gemischter. Da ist, würde ich schon sagen, fast 80% oberhalb der 200-Tage-Linie. Also das heißt, wesentlich bullischer auf lange Sicht. Gut, das kann man sich so natürlich alles anschauen, und die Spalten hier individuell konfigurieren. Genauso gibt es die Möglichkeit, eine sogenannte Analyzer-Escort-Spalte hinzuzufügen. Dort werden dann bestimmte Signale basierend auf Conditions angezeigt. Das sprengt jetzt den Rahmen des heutigen Webinars. Wir haben aber viele Webinare auch schon in der Vergangenheit dazu durchgeführt, wie man Conditions erstellt und wie man halt auch mit diesen Analyzer-Escort-Spalte arbeitet. Deswegen heute lasse ich es mal weg. Sie können aber auch auf Aufzeichnungen in unserem Videobereich zugreifen, beziehungsweise es kommen natürlich auch bald nochmal Webinare zu diesem Thema. Obwohl, wenn gleich noch Zeit bleibt, kann ich da natürlich auch noch kurz drauf eingehen. Okay, also Thema Listchart-Gruppe. Sie haben hier praktisch eine Liste mit Werten und dann damit verbunden natürlich direkt einen verknüpften Chart. Das heißt, wenn ich jetzt hier durchgehe auf Disney, auf AT&T, auf Verizon und so weiter, dann kommt direkt damit verknüpft der jeweilige Chart. Und ich kann praktisch die komplette Liste einmal so durchklicken. Ja, das gleiche geht natürlich auch mit einer anderen Kursliste, beispielsweise FX Flat Indizes. Ich nehme mal jetzt nur einen 5-Minuten-Chart. Ja, dann haben Sie sofort die Kursliste mit allen Indizes, die bei FXZ handelbar sind, und den jeweiligen 5-Minuten-Chart daneben. Bei US-CFDs, da hatte ich ja jetzt hier den Chart nur vergrößert. Sie haben ja hier noch die anderen Charts daneben. Das heißt, wenn Sie hier durchklicken, dann öffnet sich natürlich der jeweilige Chart für alle drei Zeiteinheiten. Ja. Gut. Ja, wie kann man nun einen Trade eingehen? Ich gehe jetzt mal kurz in den DAX und zeige Ihnen ganz einfach, wie man jetzt eine Order aufgibt, wie man hier bei FXZ traden kann und was es alles für Möglichkeiten noch mit dem Agena Trader gibt. Also, einfachstes Beispiel, einfach Market Long gehen. Ja, rechte Maustaste, Kauf, Markt. Ja, ein Kontrakt ist voreingestellt, können Sie natürlich auch sagen, ich möchte lieber 5 Kontrakte kaufen. Ja, und sobald Sie dann das Häkchen anklicken, wird die Order platziert und Sie sind long mit 5 DAX-CFDs. Hier sehen Sie den aktuellen Gewinn und Verlust. Und wenn Sie auf das X klicken, zack, wird die Position wieder geschlossen. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, andere Orderarten als Market auszuwählen. Sie können zum Beispiel auch sagen, ich möchte erst einsteigen, wenn der Kurs ein neues Hoch macht beispielsweise, oder sagen wir in diesem Bereich jetzt kaufen, dann wählen Sie aus Kauf Stop
Ja, platzieren hier oben einen Stop, von mir aus drei Kontrakte und platzieren den. Ja, jetzt ist der Stop übermittelt, die Linie hier ist grün. Ja, und wenn jetzt der Kurs beispielsweise hier irgendwie steigen sollte, dann wird hier der Stop getriggert und Sie werden dann Market ausgeführt und sind dann long mit drei Kontrakten investiert. Genauso gut können Sie sagen, ich möchte long gehen niedriger als der aktuelle Kurs. Ja, also wenn Ihnen das hier aktuell, sorry, wenn Ihnen das zu teuer ist, können Sie sagen, ich möchte hier unten niedriger kaufen. Dann müssen Sie eine Limit-Kauforder platzieren. Und wenn die, können Sie natürlich hier auch noch verschieben, wenn Sie möchten. Und dann, sobald Sie jetzt grüne Häkchen anklicken, ist diese Order übermittelt. Auch im Nachgang lässt die sich noch verschieben und natürlich auch wieder löschen. Sie können auch hingehen und sagen, beispielsweise, man hat ja jetzt hier so eine Phase gehabt, ja, hier so eine Art Seitwärtsphase, dass Sie sagen, ich möchte hier in dem Bereich eine Stop-Buy-Order platzieren und hier eine, ja, es macht jetzt hier keinen Sinn, also dann, wenn wir den Ausbruch handeln möchten, sagen wir mal, er hätte jetzt hier eine Seitwärtsphase, die jetzt ein bisschen breiter ist. Ist jetzt hier nicht ganz so geschickt gewählt, das Beispiel. Man hätte jetzt hier eine Seitwärtsphase gehabt und möchte entweder hier oben long gehen oder hier unten short, ja, mit einem Stop-Sell. Dann kann man sagen, ich verknüpfe die beiden Orders miteinander und sage, entweder die eine wird ausgeführt oder die andere. Ja, das heißt, wenn der Kurs jetzt hier dreht und nach oben geht, ups, und nach oben geht, dann soll die Long Order gefillt werden. Wenn das passiert, dann soll die andere gelöscht werden. Das ist dann eine One Cancels the Other Order. OCO Order. Ja, das könnte ja auch alternativ passieren. Der Kurs bricht hier nach unten aus. Ja, und dann soll hier der Stop Sell getriggert werden. Wie funktioniert so eine OCO Order? Sie müssen die beiden Orders miteinander verknüpfen. Und zwar mit gedrückter Steuerung-Taste. Also Steuerung-Taste auf der Tastatur also gedrückt halten, dann einmal die untere Linie anklicken und einmal die obere Linie anklicken. Jetzt haben Sie gesehen, es bildet sich hier so eine rote Verbindung zwischen den beiden. Und jetzt sollten Sie das Ganze, die ganze noch übermitteln. Das heißt, wenn jetzt eine von den beiden Stop-Orders getriggert wird, wird diese ausgeführt und die andere gelöscht. Wenn Sie nicht genau wissen oder sicher sind, ob das jetzt die richtige Verknüpfung ist, dann können Sie auch noch sich den Order Manager hinzufügen. Ich ziehe den jetzt mal hier drunter und lasse nur lass nur die Orders von heute mir anzeigen. Das heißt, jetzt sehen wir hier einen Stop Sell und einen Stop Buy und eine OCO Verknüpfung. Ja, und die Order Nummer 871 und 872. Das war der Chart dazu. Ja, und Sie sehen hier auch noch den Preis 10.527, 10.670. Das heißt, jetzt, wenn ich diesen Preis auch noch verschiebe, ja, wird das natürlich hier direkt angepasst, ja, auf 10.551 oder 10.560, halt da, wo ich den hinschiebe. Sie können die hier stornieren.
Oder natürlich alternativ auch auf das rote X klicken. Es besteht weiterhin die Möglichkeit zu sagen, ich möchte hier mich in den Markt einstoppen mit einer Stopp-Order, beispielsweise mit drei Kontrakten, und möchte dann, also ich zeichne das noch mal ganz kurz ein. Das heißt, wenn der Kurs jetzt hier so läuft, ja, dann möchte ich eingestoppt werden, möchte ich long gehen. Ja, also mit einer Erwartung von steigenden Kursen. Möchte aber, sobald ich hier long bin, dass hier unten ein Stop platziert wird, auch für drei Kontrakte, und ein Target, also ein Verkauf Limit mit drei Kontrakten hier oben. Was muss ich dann machen? Also die Initial Order ist die hier in der Mitte, ein Stop-Buy. Sobald diese Order ausgelöst wird, also wenn diese Order ausgelöst, dann sollen die anderen beiden übermittelt werden. Das ist wenn dann, das ist eine Wenn-Dann-Verknüpfung oder Englisch eine If-Dann-Verknüpfung. Diese stelle ich her mit gedrückter Alt-Taste. Also Alt-Taste gedrückt halten auf der Tastatur, die Ursprungsorder anklicken, die untere anklicken und von der Ursprungsorder einen Klick nach oben. Dann sehen Sie das hier unten drunter schon. Spalte If Done. Ja, ich markiere das hier nochmal kurz, hier in diesem Bereich. If Done. Ja, dort sind jetzt die If-Done-Orders aufgeführt. Und jetzt möchte ich aber, wenn die Ursprungsorder getriggert wurde und die anderen da werden dann übermittelt, dass dann bei Erreichen entweder des Targets oder des Stop-Loss die andere Order gelöscht wird. Das heißt, jetzt brauche ich noch eine OCO-Verknüpfung zwischen der untersten und der obersten. Ja? Mit gedrückter Steuerung-Taste wie eben eine OCO-Verknüpfung hergestellt. So, wenn ich jetzt die erste Order scharf schalte, die anderen beiden werden noch nicht übermittelt, die werden ja dann durch die If-Done-Verknüpfung erst später übermittelt. So, jetzt habe ich eine Verknüpfung. Das heißt, wenn der Kurs steigt, bin ich long, habe einen Stop-Loss übermittelt und ein Target und je nachdem, eins von den beiden wird erreicht, dann wird die andere Order gelöscht. Was man auch machen kann, ich lösche das Ganze nochmal. Ich kann sagen, ich möchte hier reingehen mit einem Stop-Kauf. 10 Kontrakte. Setze unten hier einen Stop-Verkauf für 10 Kontrakte. Ich habe hier zwei Targets. Also zwei Limit-Orders, wo ich einmal 4 Kontrakte verkaufen möchte und hier oben die restlichen 6. Das ist eine Spezialorder, die der Agena Trader hier anbietet. Und zwar One Reduces the Other heißt das Ganze. Im Prinzip eine ähnliche Verknüpfung. Einmal die If-Done-Verknüpfung, das heißt, die Ursprungsorder muss aktiviert werden. Dann wird hier unten der Stop aktiv und dann wird sowohl das erste Target als auch das zweite Target aktiv. Ja, wobei jetzt habe ich gerade zu schnell geklickt. Sekunde. Man kann auch mit der rechten Maustaste diese If dann entfernen. Sollte eigentlich gehen. Ich mache es nochmal neu. Also Verkauf. Man sieht das ja immer, wo die Verbindung hingeht. Mit gedrückter Alt-Taste. Ja, zur mittleren Linie, zur Ursprungsorder. Ja, also jetzt habe ich eine If-Done-Verknüpfung sowohl zum ersten Target als auch zum zweiten Target und eine If-Done-Verknüpfung unten zum Stop. Jetzt brauche ich noch eine OCO-Verknüpfung zwischen der untersten und der obersten. Ja, mit gedrückter Steuerung-Taste sind die beiden verbunden. Und jetzt mit gedrückter Steuerung und Alt-Taste zwischen dem ersten Target und dem Stop.
Und jetzt kommt eine blaue Linie hinzu. Ja, das Ganze können Sie natürlich auch erstmal auf dem Paper Trading oder hier in dem Demo testen. Diese blaue Verknüpfung bedeutet jetzt Folgendes, wenn der Kurs den Bereich von 10.597 erreicht, dann wird erstmal die Position eröffnet. Wir sind mit 10 Kontrakten long. Und sollte dann der Kurs das erste Target erreichen, werden 4 Kontrakte verkauft, also der Gewinn wird gesichert für 4 Kontrakte und dann wird hier unten der Stop von 10 reduziert auf 6. Das heißt, one reduces the other, das ist hier unten ROO gekennzeichnet. Das heißt, sobald das erste Target erreicht wird, 4 Kontrakte mitgenommen werden, dann sind ja noch 6 Kontrakte offen. Das heißt, das Target hier oben für die 6 bleibt natürlich da bestehen, aber der Stop mit 10 Kontrakten, der muss reduziert werden. Da muss ich die Positionsgröße von 10 auf 6 reduzieren. Ich hoffe, dass ich es nicht zu kompliziert erklärt habe, aber ist natürlich eine sehr, sehr interessante Strategie, die man so manuell hier umsetzen kann mit 2 Targets. Damit Sie nicht jedes Mal diese Order-Verknüpfung eingeben müssen, empfiehlt es sich, die rechte Maustaste im Chart zu klicken, auf Einstellungen zu gehen und dann Order-Vorlagen auszuwählen. Und dann wählen Sie aus Vorlage vom Chart erstellen. Dann öffnet sich dieses kleine Fenster, Order-Vorlage speichern und dann sagen Sie jetzt hier Webinar FXFET, nur damit ich es wieder kenne, ORO und sagen okay. Dann passiert Folgendes, ich lösche das jetzt mal. Sie können dann hier auf den kleinen Einkaufswagen gehen, hier dieses Symbol, ja, oberhalb vom Chart, hier dieses kleine Symbol, was aussieht wie ein Einkaufswagen. Das nennt sich Order Vorlagen und dann, Sie sehen, ich habe schon einige eingestellt, hier unten ist die Vorlage Webinar FXFET ORO. Ja, wenn ich die jetzt auswähle, dann habe ich genau diese Verknüpfung, die ich eben gemacht habe. 10, 4, 6, ja, mit den jeweiligen Verknüpfungen. Sie sehen sie hier unten eingeblendet. Ja, das heißt, der Vorteil ist der, Sie wissen genau, wenn Sie eine Position eröffnen, wie groß Ihr Risiko ist, wo Sie ausgestoppt werden, beziehungsweise wenn die einzelnen Targets erreicht werden nach und nach, dass dann auch der Stop angepasst wird. Gut, das mal kurz als komplexer Order-Typ. Es gibt natürlich auch einfache Möglichkeiten, zum Beispiel den Quick Trader zu nutzen. Ich gehe mal hier dafür auf den 1-Minuten-Chart. Hier oben rechts ist ein kleines Q, Quick Trader. Wenn Sie das aktivieren, dann kommt hier eine grüne und eine rote Linie. Grün heißt kaufen, rot heißt verkaufen. Hier können Sie die Stückzahl einstellen. Ja, ich nehme jetzt mal 5 Stück als Beispiel. Ja, und wenn Sie jetzt genau dort, wo der Kurs tickt, ja, also in diesem Bereich hier rechts, dann klicken auf kaufen, dann sind Sie sofort praktisch per One-Click-Order im Markt und haben eine Position mit 5 Kontrakten geöffnet. Übrigens hier unten den Order Manager, Sie können natürlich zusätzlich auch noch den Trade Manager hinzufügen. Hier unten packe ich den mal dran. Das heißt, dann sehen Sie auch noch gleichzeitig Ihre aktuellen Trades. Ja, hier jetzt 7 Euro hinten, 8 Euro hinten. Den offenen Gewinn und Verlust daneben, die Spalte realisierter Gewinn und Verlust. Das lässt sich natürlich auch alles in einem Blick anzeigen. Ja, beziehungsweise die Trades, über die Sie durchgeführt haben, wird auch dann jeweils hier ein Screenshot von gemacht. Wenn Sie jetzt etwas und, also ich habe Ihnen ja gezeigt, das passiert, wenn Sie genau dort klicken, wo der aktuelle Kurs gerade tickt hier. Wenn Sie etwas niedriger ticken, etwas niedriger klicken, auf den grünen Balken für kaufen, dann passiert Folgendes, dann wird hier eine Limit-Order mit 5 Kontrakten platziert.
Das heißt, das System erkennt ja sofort, Sie sind unterhalb vom aktuellen Kurs, wollen kaufen, dann ist es eine Limit Order. Und wenn Sie oberhalb vom Kurs klicken, dann wird eine Stop Order platziert. Ja, umgekehrt natürlich gilt das gleiche für Verkaufen. Das heißt, wenn Sie auf den roten Balken klicken, dann würde hier ein Limit-Verkauf platziert werden. Das wäre jetzt in dem Fall ein Target, um den Gewinn zu sichern. Dort würde die Position geschlossen mit Gewinn, beziehungsweise hier würden Sie dann Ihren Stop platzieren. Ich denke, das soll genügen für den Quick Trader. Position schließen können Sie, wie gesagt, auch dann einfach hier auf dem X, dann wird die Position geschlossen. Jetzt kommt eine Frage, wird das Risiko und das Ziel auch als Betrag angezeigt? Ja, das ist jetzt so nicht möglich, wie ich es Ihnen gezeigt habe. Es gibt aber eine Möglichkeit und auf die möchte ich noch gerne eingehen. Und zwar, wenn Sie hier auf das Symbol gehen, Start Arjuna Trader plus plus, dann können Sie eigentlich erst die vollen Funktionalitäten der Arjuna Trader Andromeda Software nutzen. Ja, Sie können hier verschiedene Setups anlegen, verschiedene Templates im Prinzip. Ich wähle jetzt mal dieses aus und sage, das soll für alle Charts hier in der Liste gelten. Dann aktiviert sich Arjuna Trader Plus Plus im Chart. Es steht also dann hier unten Arjuna Plus Plus. Ja. Dort unten. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, hier rechts auf mögliche Strategien manuell einzugehen, indem Sie den Haken setzen, Enter manuell, sagen dann Buy beispielsweise und dann haben Sie jetzt hier eine Strategie, wo Sie Market reingehen können mit neuen Kontrakten, haben hier unten den Stop und Sie sehen hier, die Positionsgröße wurde aufgrund des vorgegebenen Risikos, also 100 Euro, angepasst. Beziehungsweise hier ist es ja höher als 100 Euro angegeben. Es ist wahrscheinlich, muss ich gerade mal schauen, 1%, glaube ich, vom Konto. Ja, Kontostand ist 12.500 Euro jetzt hier auf dem Demo. Das heißt, da wird 1% riskiert pro Trade. Dann wird die Positionsgröße angepasst, basierend auf den Vorgaben, die man gemacht hat. Initial Stop, zweifacher ATR, dann wird der hier unten platziert an diesem Tief. Und hier wird dann auch das Risiko in Euro angezeigt. Sie haben auch die Möglichkeit, in Prozent sich das anzuzeigen. Ja, 0,84% in dem Fall. Ja, also es kommt natürlich dann ungefähr hin mit 1% Risiko pro Trade. In dem Fall ist sogar was niedriger. Sie können aber auch hingehen, Sie möchten das in R angezeigt haben. Das heißt, ein R wäre hier Ihr Risiko und hier das Kursziel ist 1,39 R. Wenn Sie sagen, ja, mein Mindestkursziel soll aber lieber, weiß nicht, 1,5 R sein, dann können Sie das versuchen, genau dahin zu schieben. Also das 1,5-fache sozusagen von dem Risiko. Diese Möglichkeiten bestehen. Und was passiert jetzt hier mit diesem Arjuna Trader Plus Plus? Es passiert Folgendes. Der Trade wurde eröffnet und wir haben jetzt hier einen sogenannten Soft Stop und einen Hard Trail Stop und ein Target. Ja? Das Target ist hier Pivot Level 1. Gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, das Target zu bestimmen. Soft Trail Stop ist ein einfacher ATR. In dem Fall also hier die gepunktete Linie. Und der Hardtrail Stop ist ein zweifacher ATR, der ist hier unten. Und Sie sehen, Schritt für Schritt wird hier der Softtrail Stop nachgezogen. Basierend auf diesen Indikator, auf den Indikator Average True Range, auf den ATR. Wann wird der Hardtrail-Stop nachgezogen? Einmal
hängt es davon ab, ob der, was hier für eine Berechnung dahinter steckt. Also hier in dem Fall ist der zweifache ATR. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit und da kommt halt auch das Zusammenspiel zwischen Softtrail und Hardtrail-Stop zur Geltung. Und zwar, wenn jetzt hier eine Kerze unterhalb dieser gestrichenen Linie hier, ich punkte die jetzt mal weiter, wenn eine Kerze unter diese gestrichelte Linie geht und beispielsweise dann auch unterhalb schließt, also so eine Kerze als Beispiel, dann wird, jetzt passt es nicht mehr ganz, aber dann wird der Hardtrail-Stop unter das Tief der Kerze nachgezogen. Ich versuche das jetzt hier nochmal anders zu verdeutlichen. So. Also, hier ist jetzt der ATR. Das heißt, wenn die Kerze jetzt hier unter diesen ATR geht, vielleicht passiert das ja gleich auch, und dann kann auch ruhig Intraday so weit runtergehen, dann wird der Hardtrail-Stop unter das Tief dieser Kerze nachgezogen. Gucken, ob das jetzt gleich mal passiert. Kann natürlich auch sein, dass jetzt eine halbe Stunde nur noch steigt. Dann sehen wir es nicht. Durchspielen kann man das Ganze auch natürlich, indem man einfach zum Beispiel ein Record oder Replay Escort laufen lässt oder Kurse aufzeichnet und dann mit 100-facher Geschwindigkeit beispielsweise vorspult. Dann kann man das Ganze natürlich sehr gut testen. Kennen Sie diese Funktion schon mit Softtrail und Hardtrail Stop? Vielleicht können Sie kurz mit Ja oder Nein antworten, dann weiß ich vielleicht auch schon so groß, wie da die Erfahrung ist. Sie sehen, hier ist jetzt gerade zum Beispiel der Kurs unter diesen Softtrail Stop gegangen. Da ist noch nichts passiert. Das heißt, wäre das hier der normale Stop, wäre man normalerweise schon ausgestoppt worden und das wird damit verhindert. Das heißt, wir warten hier erst Schlusskurs ab, bevor hier was passiert. Also jetzt noch 9 Sekunden, dann ist die Minute rum. Vielleicht haben wir ja gleich sogar Glück, dass die Kerze jetzt unterhalb schließt. Sieht fast schon danach aus. Und man ist raus. Also jetzt war genau das beste Beispiel dafür. Die Kerze hat fast auf die Sekunde, also auf der letzten Sekunde hier diesen Softtrail-Stop unterschritten. Und danach wurde der Hardtrail-Stop genau unter das Tief gelegt und die nächste Kerze ist unter dieses Tief gegangen und dann wurde der Trade ausgestoppt. Ja, und hier hat man natürlich die Möglichkeiten, wie gesagt, wenn hier Arduino Trader Plus aktiviert ist, unterschiedliche Trades einzugehen nach den unterschiedlichsten Conditions, die man sich vorher reingelegt hat. Hier sind zum Beispiel überall, wo blau ist, sind ja schon Trades, die vorgeschlagen wurden. Ja, ein Don-Sheehan Long-Signal, muss ich auch direkt mal schauen, wenn ich den Don-Sheehan jetzt hinzufüge. Ja, das war also hier vor 3 Minuten ein Signal, ein neues Hoch im Don-Sheehan-Kanal. Unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Trades hier einzugehen, je nachdem. Und das ist natürlich der Vorteil dieser Software. Sie haben hier, ich habe im 1-Minuten-Chart ist das natürlich jetzt extrem, da kriegt man sehr, sehr viele Trades vorgeschlagen. Aber Sie sehen, überall, wo blau ist, sind Vorschläge im Chart, ja, basierend auf den vorgelegten Conditions, hier ein Bollinger Band Long Signal. Das heißt, da wurde hier ein Long Signal generiert. Im Eurostoxx liegt ebenfalls ein Signal drin. Ja, da können Sie die Liste durchgehen und natürlich dann entscheiden, wollen Sie den Trade eingehen oder nicht, oder gegebenenfalls noch etwas anpassen und die Trades dann hier verwalten lassen durch die Software. Was passiert, wenn Sie jetzt hier so einen Trade sehen? Im Russell 2000 ist es jetzt hier Fall, da wird Ihnen vorgeschlagen, 80 Kontrakte, 80 CFDs zu eröffnen. Wenn hier der Stop ist, ja, Sie können aber auch manuell sagen, ja, der Stop ist mir hier zu eng, ich ziehe den hier unter das letzte Tief. Was passiert dann? Die Positionsgröße wird neu berechnet, basierend auf das Risiko, was Sie eingehen möchten. Und es werden nicht 80 Kontrakte geöffnet, sondern nur noch 20.
Ja, gehen Sie wieder näher ran, erhöht sich die Positionsgröße hier auf 40, ja, hier auf 60. Ja, und wenn Sie weiter weggehen, wird die natürlich kleiner. Das heißt, integriertes Risiko-Money-Management, Sie riskieren praktisch pro Trade nicht mehr als 1%, wenn Sie das so vordefiniert haben. Ja, und das Ganze geht natürlich nur in der Andromeda-Version. Ja, das sind alles Features, die sind in der Basisversion nicht enthalten. Gut, ich könnte das Webinar jetzt noch mehrere Stunden weiter fortführen, um hier alle Funktionen der Software hier Schritt für Schritt zu erklären. Ich wollte Ihnen einfach mal so einen groben Überblick geben, wie Trading mit dem Arjuna Trader funktioniert, welche Möglichkeiten es gibt, auch hier bei FXFET. Sie haben, wie gesagt, auch die Möglichkeiten, hier weitere Kurslisten hinzuzufügen, sei es hier die FXFET-Währung zum Beispiel. Die Forex-Werte, sehen Sie, ist eine ganze Liste hier möglich, die man bei FXFET handeln kann. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, bei FXFET Commodities zu handeln. Ja, und diese Kurslisten können Sie sich hier alle anlegen. Ja, und dann wechseln Sie einfach von Kursliste zu Kursliste und haben dann direkt die jeweiligen Charts. Genau, die Arjuna Trader, die Plus-Plus-Funktion, das ist ein Bestandteil der Andromeda-Version. Ja, Arjuna Trader Plus-Plus ist im Prinzip nichts anderes, als dass Sie hier diese Strategien, die Conditions, die Sie selber programmieren können oder selber erstellen können, dass Sie die hier über diese Plus-Plus-Funktion halt verwalten können. Ja, und das ist ein Bestandteil von der Andromeda-Version. Gut, haben Sie sonst noch Fragen? Also ich bin im Prinzip durch jetzt erstmal mit den Grundlagen hier zum Arjuna Trader, wie man einen Trade öffnen kann, wie man einen Trade schließen kann. Hier unten sehen Sie Ihr Konto, Sie sehen den täglichen Profit Loss, Sie sehen hier Ihre Trades. Ja, wenn Sie möchten, hier wie gesagt mit Screenshot, ja, dann öffnet sich jetzt bei mir hier auf einem anderen Bildschirm dann ein Screenshot, ich schiebe das jetzt mal hier so rein, ja. Ein Screenshot der durchgeführten Trades. Das wird hier alles dokumentiert, die Gewinne, realisierten Gewinne bzw. offene Gewinne stehen hier drin. Es stehen auch bei den Trades hier der Einstiegs- oder Ausstiegsgrund dabei, wenn Sie jetzt zum Beispiel mit einer Strategie gehandelt haben. Hier haben wir ja Manual Mode eben einen Trade eröffnet. Da war der Ausstieg hier der Arjuna Trader, der zweifache ATR. Die Stückzahlen, also da haben Sie hier eine komplette Übersicht über Ihre Trades natürlich. Sind Alarme auf Trendlinien oder auf Kanäle möglich? Nein, das ist nicht möglich. Es kann sein, dass es an einem der nächsten Versionen eingebaut wird, aber aktuell ist das nicht machbar, also noch nicht verfügbar. Ab wann wird es möglich sein, das Live-Konto mit dem Arjuna Trader zu eröffnen? Aktuell sind wir noch in so einer Beta-Testphase sozusagen. Das heißt, wir hoffen, dass wir relativ zeitnah das jetzt anbieten können, dass Sie Ihr Live-Konto mit Arjuna Trader verbinden können. Es gibt auch einige Kunden, die das auch jetzt schon machen. Wie gesagt, kontaktieren Sie da einfach unseren Service, den FXZ-Service. Da wird Ihnen dann weitergeholfen und natürlich ist es auch ab jetzt schon möglich, Ihr Live-Konto mit Arjuna Trader zu öffnen und darüber zu handeln. Besteht die Möglichkeit, einen Tick-Chart mit 50 Ticks zu erzeugen? Sie können hier hingehen und sagen, Sie möchten Ticks, 50 Ticks, ob das jetzt funktioniert. Nee, funktioniert leider nicht. Nee, das bietet dieser Datenfeed leider nicht.
Gut, ich werde die Aufzeichnung nun beenden und ja, wie gesagt, wenn noch Fragen sind, die natürlich gerne noch jetzt im Nachgang beantworten. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für Ihre Teilnahme, für Ihre interessanten Fragen zu der Software zum Trading bei FXFET bzw. CapTrader und würde mich freuen, Sie erneut bei einem unserer Webinare begrüßen zu dürfen. Ihnen noch einen schönen Abend, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.